Wunderschönen guten Tag, liebe Freunde. Teile. Hier, überall. Alles Teile. Lieben Dank an Bartek Motorsport, denn die haben wir jetzt hier, da ist der Krümmer drin. Die Rennkupplung, das Renneinmassenschwungrad, die verstärkte Getriebehebel, der Turbokrümmer, der neue. Verstärkte Getriebehebel, ja, neues Ausrücklager, noch ein paar Schrauben und alles Mögliche. Da ist die Turbokrümmerdichtung drin, plus ein Stehbolzensatz. Und da unten haben wir, das habe ich auf Amazon geschossen, nach Hitzeschutzband, damit da wird der Krümmer umwickelt, da wird die Downpipe umwickelt, die Ansaugung wird umwickelt, dass nicht so viel Wärme rausgeht und dass gleichzeitig nicht so viel Wärme reingeht. Jetzt in dem Fall für die Ansaugung, damit die Luft wieder bleibt. Ja, das war so ziemlich das teuerste Paket, was ich jetzt in den letzten Jahren bekommen habe. Also dieses Paket alleine waren das Kupplungskit mit dem Renneinmassenschwungrad, das war 900 Euro. Hält aber auch bis 500 Newtonmeter oder 550 Newtonmeter Drehmoment aus. Dann der Highflow-Krümmer, der neue. Also was heißt Highflow? Der ist im Endeffekt, also ich würde sagen, der ist baugleich zum Krümmer von JBS. Der schaut auch wirklich gleich aus. Ist aber von Bartek entwickelt worden. Die haben den selber in ihrem Testgolf gehabt. Von daher, gut, ich kenne den Bartosch selber. Ich habe ja schon öfter mit ihm zu tun gehabt, sagen wir so. Ich weiß, dass die gute Sachen machen und deswegen habe ich auch sofort an Bartek gedacht, habe da dann mein Zeug gekauft, weil da habe ich schon mal ein Auto aufgebaut von denen. Deswegen, da weiß ich, was ich kriege, da rufe ich an, sage, ich brauche das und das und das und das. Ja, hier ist es. Gut, der Krümmer, der hatte eine Lieferzeit von 9 Tagen, deswegen hat sich das jetzt alles ein bisschen verzögert. Das Zeug da, also die Dichtung und den Stehbolzensatz, den habe ich bestellt am Montag, heute ist Mittwoch, top, kann man nichts sagen. Gut, die Hitzeschutzbänder habe ich gestern bestellt, heute da, ist natürlich auch geil, aber das ist halt Amazon. Ja, Samstag, also jetzt ist so langsam Endspurt, jetzt kommen so langsam die letzten Teile rein, das ist also mega knapp. Also ich sag mal so, ich denke, an einem Wochenende wird das Auto eh nicht fertig. Deswegen, ja, ich denke, das werden schon 2 Wochenenden werden wahrscheinlich. Deswegen, ja, es geht noch, was jetzt wirklich noch fehlt. Und da mache ich mir wirklich einen Kopf langsam, weil die sind dummerweise auch direkt bei Audi bestellt. Das sind die Ölzulauf, Ölablauf, Wasserzulauf, Wasserablaufleitungen vom Turbolader. Die musste ich von Audi bestellen, die gibt es nirgends anders. Oder wenn, gibt es das nur schweineteuer, also wirklich schweineteuer. Und über einen Kumpel, dem sein Cousin arbeitet bei Audi und der hat mir die jetzt besorgt. Ich weiß zwar noch nicht, was sie kosten, ja. Aber das wird sich noch zeigen. Ach ja, und das Stützteil, das kostet aber glaube ich bloß 15 Euro oder so. Also das ist nicht schlimm, das ist bloß ein Metallstück. Jo, heute ist Mittwoch. Genau, es tut mir auch leid, spieletechnisch schaffe ich es die Woche einfach nicht mehr. Ich komme momentan nicht wirklich früh heim von der Arbeit, deswegen, ich habe einfach keine Zeit dafür. Mein Rechner, der lief jetzt auch wirklich schon seit einem Wochenende nicht mehr, deswegen, ja, es zehrt sich noch alles ein bisschen. Ich werde es jetzt auch ab jetzt so machen, die Spielevideos werden ab jetzt immer Mittwoch kommen, weil dann habe ich ein bisschen Zeit auch fürs Produzieren und so kommt dann halt immer Mitte der Woche ein Video und dann Samstag oder Sonntag halt die 1.8T-Videos. Von dem her, das passt dann schon, würde ich sagen, und mach mal so. Was ist jetzt das nächste wird? EGW ist es noch nicht, aber ich gehe jetzt auf jeden Fall erstmal Abendessen und dann gehe ich auch schon ins Bett. Weil ich bin total im Arsch von der Arbeit und mir reicht's für heute. Leute, ich wünsche euch auf jeden Fall noch eine angenehme Woche. Ja. Lasst es euch gut gehen und Leute, wenn ihr irgendwelche Tuningteile braucht, gerade für Volkswagen, Audi und sowas, schaut mal bei Bartek vorbei. bar-tech.de, kriegt da eigentlich alles. Turbo-Kits, Ansaugungen, Getriebe, bla bla bla, komplette Motoren mit richtig Leistung. Die machen alles
Und wenn er irgendwas nett findet, ruft er an und fragt, weil ich habe bei denen auch schon oft Sachen bekommen, die so nicht im Angebot haben. Deswegen, die Jungs sind gut. Also, macht's gut, haut rein, servus.